Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur Legung Was gibt ihm keine Ruhe? Ja, heute gibt es zwei Positionen, zwei Decks und zwei Steine zur Auswahl. Zum einen hast du beim Deck Nummer 1 einen Granat und Ostara Tarot. Ich zeig dir mal die Karten. Schon mal Ritter der Schwerter hier zu sehen. So sehen diese wunderschönen Karten aus. Mehr nach vikanischer Tradition. Und hier hast du Anima Mundi Tarot. Das sind die Karten. Hier sind viele Tiere, Insekten dargestellt. Sehr schöne Karten und Rauchquarz. Zwei Positionen, zwei Möglichkeiten, zwei Szenarien. Du kannst auf zwei Menschen schauen, du kannst die Legung komplett schauen oder gar abwählen. Ja, falls du denkst, heute ist keine Message für dich dabei. All die Zeiten findest du wie gewohnt in der Videobeschreibung unter diesem Video. Position Nummer 1. Ich begrüße dich zu deiner Legung. Mach es dir gemütlich. Denk an deinen Gegenüber. Du kannst auch seinen Namen laut vorsagen. Was gibt ihm keine Ruhe? Wie geht es ihm denn heutzutage? Wie geht es ihm? Und wer ist er? Er arbeitet viel oder ist sehr auf der Arbeit beschäftigt. Und nach der Arbeit eilt er nach Hause und möchte ausruhen. Wenn er zu Hause arbeitet, dann ist es auch bei ihm zu Hause ganz schön gemütlich, sodass er auch Ruheoasen hat. Er eilt nicht, er macht alles mit Sinn, mit Zeit. Ja, er lässt sich ruhig Zeit, er achtet auf die Details. Fühlt sich zu Hause auch ganz schön wohl, entspannt sich gerne, nachdem er etwas geleistet hat. Ja, keine Hektik, entspannt, ruhig, ausgeglichen, das Leben genießen können auch. Ja, er hat hier verstanden, dass sich zu viele Gedanken zu machen oder zu weit in die Zukunft blicken zu wollen, nicht besonders gut für ihn ist, sodass er sich jetzt erstmal auf das konzentriert, was da ist, auf die irdischen Sachen, auf seine Arbeit, auf sein Zuhause. Und dass er sich hier weniger Gedanken über die Zukunft macht, sei es über das, was er dann alles erwirtschaften kann, über seinen Status. Also hier ist mehr Ruhe angesagt. Ja, mit der Zeit. Er fühlt sich hier wohl. Vielleicht musste er früher etwas mehr leisten. Und damit ist er aber jetzt Schluss. Ja. Bis hin zu, er ist ausgebrannt und hat sich versprochen oder ist schon so weit gekommen, dass er sagt, Arbeit muss auch Spaß machen. Er muss auch nach der Arbeit gute Pausen einlegen. Ja, er möchte sich hier nicht überarbeiten. Er möchte hier nicht Hals über Kopf irgendwelche Ziele verfolgen. Nein, alles mit Ruhe, schön ausgeglichen. Das ist
sein Vorgehen. Egal, ob es um Arbeit geht oder um irgendwelche Ziele erreichen. Ja? Um das, was ihm jetzt wichtig ist, um seine alltäglichen Tätigkeiten. Was denkt er, wie geht es dir? Womöglich denkt er, du denkst über ihn nach, du denkst über eure Verbindung nach. Du möchtest auch die nächsten Schritte besser nachvollziehen. Für einige von euch würde es hier resonieren, dass er denkt, du denkst über das Ende zwischen euch nach. Oder du bist hier nicht im Klaren, was ist denn weiter? Dass du dich mit möglichem Ende eurer Verbindung gedanklich auseinandersetzt. Bis hin zu, dass du hier schon mal etwas Neues hast. Okay, und wenn du was Neues hast, was denkt er dann? Wie fühlst du dich? Sehr, sehr wohl. Wie ein Stern, ja, als ob du nach deinem Stern gegriffen hast. Er denkt, dass du auch ganz schön viel Energie hast, deine Vorhaben auch in die Taten umsetzt, dass du deine Ziele gut erreichen kannst. Vielleicht bist du mal zu verträumt oder du hast viele Visionen, wie dein Leben aussehen kann. Vielleicht denkt er, du neigst ja zum Tagträumen oder zum vermehrten Träumen. Aber du verlierst dich nicht in deinen Träumen, das denkt er. Du kommst da immer wieder raus, sei es aus der Gedankenwelt, aus der Scheinwelt, womöglich mit ihm, ja. Noch eine Information, hier lässt du dich nicht blenden von diesem Mann. Und das weiß er. Ja, er weiß, dass er dir hier nicht viel vormachen kann. Mit dem dir etwas vorspielen, damit ist es hier auch Schluss. Jetzt ist es an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Das denkt er und das versteht er. Und darum geht es auch. Bei ihm, dass er verstanden hat, dass sein Muster, nachdem er da gefahren ist, nicht mehr funktioniert. Es muss etwas mehr kommen. Wie empfindet er dich? Wie wirkst du auf ihn? Ablehnend, ja? Nein, danke. Nein, danke. Und er denkt, du bist irgendwo da in deiner Welt. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, aber schon wieder kommt hier so eine Karte, wo du eine Maske trägst und ja, so abgeschieden wirkst. Als ob du da irgendwo auf deiner Wolke 7 lebst und ja, mit ihm nicht viel zu tun haben willst.
Natürlich ist es ein Hinweis auf Trennung, auf Distanz, ja. Und der denkt, okay, egal mit welchem Angebot ich ankomme, sie sagt, nein, danke. Momentan bist du ablehnend, sehen sich gekehrt. Und ignorierst. Er kann ja auch denken, dass du auf der Arbeit auch sehr angespannt wirst, dass du deine Energie mehr in deine Projekte, in deine Arbeit, in deine Lehre, in deine Weiterbildung steckst. Oder bis hin zu in einen anderen Mann. Oder als Alternative möchtest du als geliebte Frau hier einen sicheren Halt bekommen, einen sicheren Stand bekommen bei diesem Mann. Und du schaust, kann er dir das geben? Wann ist er schon überfordert? Was kann er dir anbieten? Ist es das, was dich glücklich machen würde? Oder ist es das, was er nun mal anbieten kann? Ist es vielleicht immer wieder dasselbe? Und wenn es dasselbe ist, das lehnst du ab, dann sagst du nein, danke. Was gibt ihm denn keine Ruhe? Dass die Dinge sich nicht wirklich hier verändern wollen, ja? Dass es trotzdem beim Konflikt bleibt, dass ihr nicht die gemeinsame Sprache sprechen könnt, dass es etwas andauert. Wann wird denn endlich Cut gemacht? Das ist ungewiss. Ungewiss. Zu viele Informationen, zu viele Sachen liegen im Verborgenen. Vielleicht hat er nicht mal den Zugang zu dir. Vielleicht hast du ihn blockiert. Oder ihr seid wirklich auf Distanz. Womöglich hat er dich blockiert. Ja, das kann natürlich auch sein. Ihr seid so alle im Gehängten, ja, in so einem Wartemodus. Okay, was kommt? Was kommt? Welche Geister werden geweckt? Wer kommt als erstes? Welche Wendungen gibt es? Was für ein Twist wird es geben? Ja, wird es wieder spannend sein? Kommt es wieder zu einem Konflikt? Befürchtungen unter anderem sind hier abzulesen. Wie viel muss er geben? Wie lange muss er alleine sein? Oder wie lange werdet ihr denn? Sei es auf Distanz sein oder diese Kälte in eurer Verbindung haben. Oder die Abgeschiedenheit, ja, die Ignoranz. Jeder ist hier mehr für sich. Er sammelt hier seine eigenen Pilze. Hier sind ja alle schön abgebildet, ne? Hier unten. Ja, er ist also Pilze sammeln gegangen, wie ich so immer sage, ja. Beschäftigt sich mehr mit seinem Leben. Okay. Was gibt ihm noch keine Ruhe? Ungewissheit. Ja, ich denke, jetzt ist alles schon mal gesagt worden. Emotionale Distanz. Wird es lange andauern? Welche Konsequenzen hat das? Kommen da doch noch Botschaften? Botschaften von dir? Möchtest du das überhaupt? Oder ist es doch?
offen, ein offenes Ende oder gar ein Ende. Ein Ende ohne Verlierer und ohne Gewinner, denn jeder hat hier was verloren. Jeder hat von dem Gift etwas abbekommen. Das gibt ihm keine Ruhe. Auch deine würdevolle Haltung. Besonders wenn du gegangen bist, besonders wenn du gesagt hast, okay, du musst hier jetzt dir Zeit nehmen, du musst hier nachdenken, ob es für dich jetzt hier eine Fortsetzung gibt oder zu welchen Ergebnissen du dann in deinem Kopf kommst, ja. Du wolltest nochmal bis hin zu dir Zeit nehmen und in Ruhe nachdenken. Seid ihr beide denn gefangen? Seid ihr beide zu abhängig voneinander? Könnt ihr überhaupt ohne einander? Ja, es kann natürlich auch von seiner Seite sein, ja, dass er hier auch über das Ganze mit dir nachdenkt und doch versteht, dass egal wie weit man sich voneinander entfernt, man schaut trotzdem zurück und beobachtet. Man ist trotzdem noch da und wachsam. Ihr seid hier beide aneinander gekettet, meine Liebe. Sei es besonders emotional, ja? Jetzt nun mal kurz nur knappen Worten. Ja, die Aussage, wie viel soll er hier geben? Möchte er sich hier anstrengen? Nicht wirklich. Das heißt, er ist noch nicht bereit. Ja, auf Distanz ist es natürlich viel, viel sicherer. Und dann möchte ich hier verstehen, gut, was ist jetzt zu tun? Und was ist das ganz genau? Ich schaue mal in die Orakelkarten, was die noch erzählen wollen. Resonanz, Flexibilität und Zeit der Reife, Ruhe und Erneuerung. Ja, also diese Ruhe und Erneuerung, das braucht ihr beide. Gesang der Wale und Resonanz. Ich schlage diese Karte mal ganz schnell nach. Hier geht es darum, dass du dich erinnerst, wie die Harmonie eigentlich ist. Wie die Harmonie sein kann. Manchmal hat man ein Déjà-vu, das Gefühl, einen bestimmten Ort oder eine Empfindung oder einen Menschen schon einmal gesehen oder erlebt zu haben. Dann weiß man, dass eine neue Runde auf dem Karussell des Lebens begonnen hat. Doch eine solche Erfahrung ist auch irgendwie unheimlich, ein bisschen mysteriös, weil sie einen Eindruck von der Tiefe und Undurchschaubarkeit unserer Existenz vermittelt. Ja, erkunde die Zusammenhänge. Sei neugierig. Gib dir auch eine Pause. Stell dir nicht zu viele Ansprüche, nicht zu hohe Ansprüche. Denn du kannst hier auch viel mehr erreichen, als du erreicht hast. Du sollst auch deinem Herzen folgen und dein Herz ruft schon mal nach dir. Flexibel bleiben, meine Liebe, und lass dir Zeit. Ja, es wiederholt sich schon wieder. Ruhe, Erneuerung, Zeit der Reife. Alles
kommt zum richtigen Zeitpunkt. Lass das Ganze hier etwas reifen. Schauen wir mal, was er dir sagen würde. Hier kommt Romance, also das ist so wie etwas Romantisches oder eine Romanze. Und Cupidons Pfeil ist abgeschossen worden. Romantische Stimmung. Wenn es um die Herzensangelegenheiten geht, gibt es kein richtig oder falsch. Jede Entscheidung, die du triffst, erweitert dein Verständnis vom Leben und Liebe. Das würde er dir heute mitteilen. Ja, meine Liebe, das war jetzt deine Legung. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte auf jeden Fall liken. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, damit du die nächsten Inhalte nicht verpasst. Und ich wünsche dir und deinem Gegenüber alles Gute. Danke für deine Aufmerksamkeit. Jetzt, meine Lieben, die Position 2. Was gibt Ihnen keine Ruhe? Was gibt deinem Gegenüber keine Ruhe? Wie geht es ihm? Als erstes, in welchen Energien ist er jetzt? Was beschäftigt ihn alles? Wer ist er? Er ist hier zu sensibel, zu emotional. Die Emotionen sind hier im Überfluss. Hier hat sich er oder du im Schneckenhaus versteckt. Womöglich wurden es hier auch schon Versuche unternommen, miteinander mehr in Kontakt zu kommen, miteinander mehr zu kommunizieren. Sei es nach einer Periode des Mangels, ja, nach einer unschönen Zeit. Wenn es euch nicht der Fall ist, dann überlegt ihr, gut, was hat er denn noch für Chancen? Gibt es noch Chancen? Ist die Annäherung, ist die Kommunikation, ist die Zusammenkunft realistisch? Wie lange soll er warten? Und wann ist es soweit, dass er hier auch ins Handeln übergehen kann? Er wartet hier auf Richtungswechsel oder auf Windwechsel, wenn man mehr mit dem Schiff unterwegs ist und man wartet auf den richtigen Wind, ja? Geht ihm. An sich fühlt er sich stark, selbstbewusst, zufrieden. Ja. Mehr positive Energien sind hier zu sehen. Vielleicht ein bisschen zu übermütig. Oder eher
stellt sich hier schon vor, dass falls es zwischen euch doch noch nicht so gut funktioniert, ja, ein bisschen zu ein Ende oder es einen Konflikt gab, dass er hier sich sehr sicher ist, dass du dann doch noch irgendwie einsiehst, wie wichtig er für dich ist, dass du dann wieder zu ihm findest und dass du ihn hier auch halten wirst. Also sehr, sehr ein bisschen zu übermütige Haltung, eine selbstbewusste, eine womöglich auch zu selbstverliebte Haltung von ihm. Was denkt er, wie es dir geht? Was denkt er, wie es dir denn geht? Mal schauen. Denk, du bist noch nicht wirklich in den geklärten Energien. Du brauchst noch Impulse, um zu handeln, um zu verstehen, wo soll es denn bei dir lang gehen? Wie geht es dir? Er findet, es geht dir nicht besonders gut. Er findet, du bist stur. Du gibst dich hier vielleicht auch als diejenige, die leidet, die verletzt ist, die hier Gerechtigkeit will, die faire Behandlung haben möchte. Vielleicht gibt es hier Vorwürfe ihm gegenüber oder dem Leben gegenüber oder diese Verbindung gegenüber. Du bist auch in seinen Augen zu passiv, zu distanziert, ein bisschen zu unerreichbar, blockiert. Wie gelähmt, ein wenig wie gelähmt. Er denkt womöglich auch, dass er dich hier verletzt hat. Ja. Dass du schon hier vieles unternommen hast für eure Verbindung. Aber womöglich hat das nicht ausgereicht. Ja, hier kommt noch eine Geschichte durch, wo es darum geht, dass der Mann zu sehr in den Energien des Königs der Stäbe war. Auch der Schwerter, ja, weil das kam ja jetzt auch noch durch. Heißt, dass er sich womöglich für andere Frauen zu sehr interessiert hat. Und das führte dann auch zu Konflikten. Oder er war zu kühl, zu emotional, zu distanziert. Ja? Gut. Wie empfindet er dich? Wie empfindet er dich? Seine Empfindung. Du. Eine wichtige, eine Schlüsselperson, ja, eine wichtige Person, die sich womöglich auch alleine wohlfühlt, die ihre innere Wahrheit hat, die für sich selbst einsteht,
die inneres Feuer hat. Eine Person, eine Frau, die ihren Idealen folgt. Womöglich sieht er dich als eine, die an das Schicksal glaubt. Sehr zielstrebig, sehr hartnäckig, mal zu impulsiv, zu hektisch. Zu hektisch, vielleicht mal zu chaotisch. Aber dennoch sehr, sehr handlungsfähig. Du bist handlungsfähig. Stark. Es geht nur um diesen Konflikt. Ja, es geht nur um das, was euch belastet, was euch beschäftigt. An sich bist du ja laut seiner Beschreibung ganz flink, schnell, weise. Aber das, was euch beide hier angeht, da lässt du dir Zeit. Ja, da bist du eine geerdete Königin der Münzen. Du wartest ab, natürlich, weil du ja eben auch Verantwortung trägst. Vielleicht trägst du auch Verantwortung für deine Kinder. Ja? Du kannst nicht einfach so wie ein Eichhörnchen überall hier und da rumspringen und präsent sein. Ja? Du möchtest hier auch einen Mann, der ebenfalls Verantwortung übernehmen kann, der ebenfalls ausgeglichen ist, stabil ist, mit beiden Beinen im Leben steht. Ein Herrscher, ja, der über sein Leben auch Beherrschung hat, der sich selbst beherrschen kann an erster Stelle. Eine starke Schulter wird hier erwartet. Viele schauen hier auf Ex. Gut. Was gibt ihm denn keine Ruhe? Was gibt ihm keine Ruhe? Diese deine Eigenständigkeit, diese deine Eigenartigkeit, dieser Wille zu leben, zu erreichen, stark zu sein. Auch deine Art, ja, weil du das kannst. Weil du blühst. Ja, auch wenn ein paar Blüten abfallen, wachsen andere nach. Da sprießen einfach andere dann. Und dann entwickelst du dich zu so einem wunderbaren Zweig. Schau mal, ich hatte jetzt symbolisch diese Karte hier beschrieben. Und dann sage ich, dann kommt sowas zum Vorschein, ja, mit einer Schleife, weil du das kannst. Du lässt den Boden unter deinen Füßen erblühen. Du nährst den Boden, deine Mitmenschen, deine Umgebung mit deiner Energie, mit deiner Durchsetzungskraft, mit deiner Vitalität. Auch wenn du sagst, du empfindest nicht so, dass du sehr energisch, sehr vital bist. In seinen Augen bist du das. Es kann ja auch sein, dass das jetzt situationsbezogen ist, ja, oder auf irgendeinen Aspekt bezogen ist in eurer Verbindung, wo er womöglich auch schaut, aha, sie ist stur, sie kann Dinge erreichen. Sie konkurriert eventuell auch noch mit mir, ja. Und das gibt ihm keine Ruhe. Warum? Warum gibt ihm das keine Ruhe? Weil er denkt, die Gefühle werden etwas vernachlässigt. Die Liebe. Wird in den Hintergrund gestellt.
Es kann ja auch sein, dass du momentan viel für dich selbst tust. Ja? Du verfolgst deine Ideen, du verfolgst deine Projekte, du bist in deinen Handlungen, auf deine Ziele bist du konzentriert und du gibst alles. Ja, du arbeitest womöglich mehr. Du strengst dich an. Du verfolgst das, was dir wichtig ist, was dich wachsen lässt, was deine Seele wachsen lässt. Deine Herzensprojekte. Und das machst du gut. Aber er denkt hier, naja, sei es mehr miteinander schreiben, mehr körperliche Nähe. Es gibt nicht viel Zeit dafür. Oder am Ende des Tages ist man müde. Ja? Und man hat nicht mehr so viel Energie für die Zweisamkeit. Irgendwie färbt das Ganze auf seinem Ego. Ich weiß nicht wieso, das färbt irgendwie an seinem Ego ab. Schauen wir mal jetzt hier nochmal ganz genau. Warum ist es für dich denn ein Problem? Ja, wenn eine Frau so viel leistet, in so einem Modus ist, wo sie es kann, warum ist es ein Problem für dich? Ja, er denkt, du hast nicht ihn ausgesucht, sondern das, was dir viel mehr bedeutet. Es geht um die Auswahl, um die Wahl. Er hätte es lieber gehabt, wenn du nicht deine Arbeit bis hin zu aussuchen würdest, sondern ihn. Ja, wo du mehr Energie in euch beide investierst. Aber du lässt dich hier nicht manipulieren. Prallt bei dir ab. Du behältst trotzdem einen klaren Verstand. Bis hinzu hast hier einen gesunden Egoismus an den Tag gelegt. Er findet, du bist, was Gefühle angeht, etwas zu geizig ihm gegenüber. Aha, okay. Eifersucht bis hinzu und Neid. Ja. Das heißt, es ist nichts zu Negatives, ja, weil so richtig negativ ist es hier nicht. Das ist mir so gemeint, ja, du kannst es, aber könntest du vielleicht auch mir mehr Zeit schenken? Könntest du vielleicht nicht nur deine Projekte, deinen Job lieben, sondern auch mit mir mal ein paar Stunden verbringen. Oder mehr den Fokus auf mich lenken. Ja? Es geht hier nicht darum, dass er dich schwarz beneidet oder irgendwie zu negativ beneidet. Ja? Es gibt ja auch positiven Neid, es gibt negativen Neid, sondern es geht hier darum, ja, er versteht, dass du Dinge kannst, aber er möchte auch einen Draht zu dir finden. Jetzt noch Orakelkarten. Hier kommt ein aufgeräumtes Haus. Klarheit und Organisation. Achte bitte darauf, dass bei dir zu Hause die Dinge mehr
klarer strukturiert sind, sortiert sind. Ja, du kannst nochmal schauen, wo kannst du jetzt nochmal die Ordnung schaffen, wo kannst du neue Energien fließen lassen, wo kannst du entrümpeln, ja, durch Entrümpeln machst du Platz für Neues. Womöglich hattest du spirituell auch eine Zeit lang geschlafen, ja, du warst in so einem Schlaf und jetzt möchtest du deinem Ruf denn endlich mal folgen. Du hast viele Ideen und auch viel Potenzial, ja. Ganz viele Schätze liegen hier im Schatten. Und vielleicht hat dieses dein Tun auch damit zu tun, dass du wachsen willst, dass du seelisch unter anderem wachsen möchtest. Natürlich benötigt das Ganze Energie und Ressourcen, ja. Energie ist ja auch eine Ressource, aber Zeit und Energie, denn du möchtest was erreichen. Vielleicht hast du den Ruf deiner Ahnen verspürt oder den Ruf deiner spirituellen Führer verspürt. Ja, du möchtest diese Chance ergreifen. Dir wurde etwas offenbart, ja, du weißt, wie denn das Universum jetzt funktioniert. Ja, vielleicht kam dieses Wissen auch während einer Meditation oder während einer stillen Minute. Du hast dich wie gerufen gefühlt. Was würde er dir denn sagen? Schön. Manifestiere Wunder. Deine Träume werden bald Realität werden. Vertraue deinem Herzen und mach weiter. Ja, also folge deiner Führung. Setze das fort. Siehst du, wie schön? Also ich fühle, dass er dir hier wohlgesonnen ist. Ja? Er versteht schon die Wichtigkeit dessen, was du tust. Er möchte dich unterstützen. Und das tut er auf energetischer Ebene. Ja, er hätte gerne mehr Zeit mit dir verbracht, aber jetzt bist du woanders. Ja? Und er sagt sogar, Wunder werden geschehen. Dein Traum wird wahr werden. Ja, dann, wenn du gerufen wurdest, dann geh, dann erreiche doch das, was dir wichtig ist. Ja, folge dieser Führung, folge dieser Stimme. Meine Liebe, ich würde mich sehr über ein Like von dir freuen, über dein Abo natürlich ebenfalls. Für eine private Legung stehe ich dir ebenfalls zur Verfügung. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.